Hallo zusammen, wir befinden uns hier im wunderschönen Siegburg. Könnte aber auch jeder andere Ort sein mit einer Steinmauer im Hintergrund. Aber warum sind wir hierher gekommen? Es ist arschkalt. Stimmt doch gar nicht, ich trage doch nicht mal eine Jacke. Edi, du bist auch im tiefsten Winter noch im T-Shirt durch die Gegend gelaufen. Stimmt. Naja, du weißt doch, ich will den Leuten und auch euch unser neues Thema präsentieren. Aber welches Thema soll das sein? Kannst du mir vielleicht einen Hinweis geben? Sieh mich doch mal ein bisschen an. Was fällt dir auf? Nun, also die Krawatte, die ist noch von Taking Care of Business. Richtig, das ist ja auch noch nicht vorbei. Aber das hier, ja? Ein Waffenholster, mhm. Das hattest du zum Webler noch nicht. Ja, stimmt, jetzt habe ich endlich ein Waffenholster für einen Webler. Ist das aber nicht geil? Aber der Webler ist vorbei. Echt? Ja. Scheiße. Na gut, muss ich mal ein neues Thema ausdenken. Ah, ich habe eine Idee. Was denn? Pass auf, ich zeig's dir. Pornobrillen. Aber das ist doch kein Thema. Wieso? Eine schwarze Brille, die habe ich ja auch. Echt? Wo hast du die her? Ja. Ist dieselbe oder die gleiche? Das ist nur die gleiche, Edi. Ja, verstehe. Du wirst es nie lernen. Aber ich habe was anderes. Was denn noch? Guckste. Also für ein Fesel ist es zu klein. Da hat sich jemand draufgesetzt. Das ist ein Barrett. Der Barrett sieht doch ganz anders aus. Du hast ja genug Final Fantasy 7 gespielt, um das zu wissen. Ah, setz das mal auf. Ja. Ah, schief genug. Und? Ja, was könnte das sein? Ist es Ausbilder Schmidt? Nein. Armee. Wir sind doch keine Armee, wir sind doch nur 7 Leute. Das ist auch wieder wahr. Ja, aber ich komme einfach nicht drauf. Halt das mal. Flieger. Du bist auch so ein Flieger. Ich weiß, warum du es nicht erkennst. Ja. Ah, das Brusttattoo-Toupee. Die Helden, die Actionhelden der 80er Jahre. Sind zurück. Eigentlich waren die nie weg. Denn wenn sich die alten Con-Helden eurer Jugend noch einmal aufraffen für eine neue Saison, dann kann das nur heißen, die Action kommt wieder zurück. Ja gut, aber wer auf einer Convention ist denn noch alt genug, sich an die alten Helden zu erinnern? MacGyver, das A-Team, der 6-Millionen-Dollar-Mann und Bibi Blocksberg. Stimmt, das muss man irgendwie grafisch den Leuten präsentieren. Ne? Natürlich. Gut, dass wir den Rio und Photoshop und den Rechner hier hochgezerrt haben auf dem Berg. Mhm. Rio, wie geht's dir? Ist er kalt? Ist gut, hä? Hättest du ruhig eine Jacke mitnehmen können. Du hast was für mich, dann gib mal her. Aha, was hat er denn da gekritzelt? Nett. Ja? Das sind doch wir. Ja, das stimmt schon. Das sind 7 Leute, das passt. Hat er gut gemacht, alle sind gleich groß. Und sehen uns sogar fast ähnlich. Ja, schau. Ist zwar noch keine Graphics und keine Schatten und keine Physik ist da noch drin in der Alpha, aber man kann das doch ganz gut erkennen, ne? Ja. Das muss doch besser gehen. Hast du noch ein Bild? Ich weiß nicht. Kannst du das noch schön mal irgendwie kolorieren oder so? Muss doch ganz einfach machen. Ja. Da. Ah, ist schon fertig. Rio arbeitet aber schnell heute. Oh, Wahnsinn, wie der das immer macht. Sind auf einmal bloß noch 6? Naja, ja, Schwund ist immer, ne? Der Geschwindigkeit. Ja, kann man lassen. Es sind doch auch kleine Änderungen am Bild, ob die zu sehr das sehen. Oh, weiß man nicht. Was ist eigentlich der Titel? Ich kann das jetzt nur spiegelverkehrt lesen. Disposables. Der Pose? Was heißt das nicht die Verbrauchbahn? Bahn. Ja. Das sieht mir doch aus wie ein Copyright-Infringement. Stimmt. Das haben wir doch noch nie gemacht. Nein. Als würden wir Sachen verwenden, die nicht von uns sind. Gar nicht wahr. Aber irgendwie, da geht noch mehr. Das kann man noch näher an dieses natürlich nicht geklaute Filmplakate annähern. Richtig, genau. Kannst du mir das mal bitte hier so, du weißt schon, da den coolen Filter. Ja, den rechts oben den. Ein Reiter rüber. Ja, genau den. Nimmst du. Ah, so gehört natürlich, das, so gehört das, so gehört das. Das sind Action, das ist Disposables.
We're gonna do what they say can't be done. Also, freut euch auf die nächste Con-Saison. Viele tolle Conventions, die wir besuchen werden und dort für kräftig Action sorgen werden. Auf jeden Fall. Und ich hole mir jetzt meine Zigarre. Macht das. Schon viel besser. Also, ihr habt's gehört. 2013 raffen wir uns wieder auf für die beste Con-Saison aller Zeiten. Denn wenn mal wieder Not am Mann ist, ihr in Schwierigkeiten steckt oder einfach nur eine Gruppe waschechter Haudegen gefragt ist, so zögert nicht und haltet Ausschau nach den Disposables. We're gonna do what they say can't be done. 2013, schon bald auf einer Convention in eurer Nähe.